Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo zusammen. Heute willkommen beim großen neuen Kapitel Römisch 6, lineare Gleichungssysteme. Überlegt mal, ihr wollt nach Hamburg fahren, im Sommer, in den Sommerferien und dann guckt ihr den Reiseführer und findet hier so einen Verlauf, wie er rechts da beschrieben ist. Und Sommerferien sind im August, dann gucken wir im August, was ist da für eine Durchschnittstemperatur, gucken uns nur die schwarze Kurve an zu erwarten. So 16, 17 Grad. 16, 17 Grad, ganz schön kalt. Eigentlich bleibt man da vielleicht lieber in Karlsruhe. Aber für Karlsruhe irgendwie gibt es so eine Kurve noch gar nicht. Also ich habe zumindest keine gefunden. Deswegen habe ich Herrn Thein letztes Jahr gebeten, mal so eine zu erstellen. Zumindest für 2013, die man für die nächsten Jahre auch benutzen kann. Ja, ich hatte leider einiges zu tun im Jahr. Zum Beispiel hier so ab September haben wir Videos gedreht. Jetzt verflippte Classroom. Und letztes Jahr im Sommer war es ganz nett. Und im Frühjahr, das war mein erstes Jahr im WHG. Also da war einfach viel zu tun. Und ich gebe zu, bis auf Februar, Juli und September habe ich leider vergessen, die Werte aufzuzeichnen. Bisschen faul gewesen. Ja, aber kommt vor. Aber wissen Sie, es gibt da ja eine Möglichkeit, wie wir das sozusagen trotzdem hinkriegen. Bei rechts sehen wir, so grob können wir sagen, naja, diese schwarze Kurve sieht ein bisschen so aus wie eine Parabel. Und dann können wir hier auch mal versuchen, so eine Parabel einzuzeichnen, die durch diese drei Punkte geht. Probieren wir das Ganze mal. Im Dezember hat es dann sogar Minustemperaturen, kann so gut weiterzeichnen. Das heißt, so momentan könnte man, wenn es nach der Kurve geht, im April ungefähr, gucken wir bei April, na, so 14 Grad, 14 erwarten. Grad rum erwarten. Wäre ganz nett. Richtig. Ja. So kann man das auch tatsächlich machen. Das Schöne ist ja auch, bei einer Parabel wissen wir, eine Parabel hat nämlich drei Unbekannte. Wenn wir die Funktionsgleichung mal hinschreiben, würde ich jetzt mal machen. Dann schreibe ich mal f von x. Nehmen wir eine unbekannte a2, a2 mal x Quadrat plus a1 mal x hoch 1, das ist so weit, schreiben wir nicht, plus a0 mal x hoch 0, das wäre dann genau. Kein x mehr, einfach eine Konstante. Genau, wir nennen die Indizes von diesen a's genauso wie die Hochzahlen, das ist eigentlich schön, so passen die zueinander. Gut, und das Schöne ist jetzt, wir haben drei Unbekannte hier, Latein schreibt es da nochmal hin, dass wir hier drei Unbekannte haben, die wir bestimmen müssen. Und zufälligerweise haben wir oben auch drei Punkte gegeben. Also drei Informationen im Endeffekt. Und es ist so, dass wenn wir drei Informationen haben, auch eine ganz haargenaue Funktionsgleichung bestimmen können, wenn da genauso viel Unbekannte vorkommt wie Punkte. Also in dem Fall drei. Das heißt, hier könnten wir wirklich genau eine Parabel bestimmen. So, und um das zu bestimmen, das ist genau das, was wir jetzt in unserem neuen Kapitel besprechen wollen, nämlich dafür braucht man lineare Gleichungssysteme. Und damit wir sowas, wirkliches Beispiel sozusagen aus dem Alltag berechnen können, müssen wir jetzt erstmal einen Schritt zurück und uns theoretisch ein bisschen damit beschäftigen, wie bestimmt man denn so lineare Gleichungssysteme. Ja, das macht man mit dem Gauss-Verfahren, das macht man rechts. So, wir haben jetzt hier ein Beispiel eines linearen Gleichungssystems, das besteht aus drei Gleichungen und drei Unbekannten. Gerade eben waren sie a2, a1 und a0. Hier wäre es jetzt x1, x2 und x3. Und wir suchen jetzt einen Wert für x1, einen für x2 und einen für x3, sodass alle drei Gleichungen gelöst werden. Das Erste, was wir machen wollen, ist dieses lineare Gleichungssystem auf die sogenannte Stufenform zu bringen. Das bedeutet, dass wir in der ersten Zeile gerne alle drei Unbekannte stehen haben dürfen, in der zweiten Zeile nur noch zwei und in der dritten dann nur noch eine. So, jetzt gibt es. Ihr werdet nachher sehen, dass es sehr praktisch ist. Wir wollen es jetzt einfach mal durchführen und dann werdet ihr es sehen. Wir sehen momentan in der allerersten Zeile, da könnte sogar noch vorne ein Eintrag stehen. Könnte, dürfte. Momentan steht eigentlich 0x1. Oh, aber den in der zweiten, das 5x1, der darf da nicht stehen, den müssen wir wegkriegen. Und das kriegen wir ganz einfach, dieses Problem gelöst, indem wir die Zeilen vertauschen. Richtig. Können wir machen. Dürfen nämlich einfach, das ist eine erlaubte Umformung, schreiben wir nebendran. Sagen wir einfach erstens, zwei Gleichungen miteinander vertauschen. Okay, so, wir haben nichts anderes gemacht, als Zeile 1 und 2 miteinander auszutauschen. Deswegen seht ihr jetzt auch hier vorne, die Nummerierung sozusagen hat sich jetzt auch geändert. Daran erkennt man das. Können Sie nochmal die Stufenform einzeichnen? Ja, jetzt sehen wir hier, für die erste und die zweite Zeile sieht es schon mal ganz gut aus. Aber jetzt in der dritten, da haben wir sozusagen immer noch nicht diese Stufe. Da ist jetzt noch was zu viel. Und unser nächster Schritt dreht sich jetzt darum, dass wir das auch noch wegbekommen. Ja. Und das kriegen wir weg, indem wir die zweite Zeile und die dritte Zeile ein bisschen miteinander kombinieren.
Und zwar steht oben in der zweiten Zeile einmal x2 und minus 2 mal x2. Vielleicht kennt ihr noch das Additionsverfahren aus der 8. Klasse. Das heißt, man addiert die beiden Gleichungen miteinander. Wenn wir sie jetzt addieren würden, einmal x2 und minus 2 mal x2, hätten wir minus einmal x2. Das ist doof. Wir wollen, dass 0 mal x2 dasteht. Das heißt, wir müssen gucken, dass in dieser zweiten Zeile 2 mal x2 dasteht. Naja, aber wir können ja so eine Gleichung einfach mit einem Wert, also jetzt mit 2, wirklich multiplizieren. Ich will Lenzumform, können wir gerade so hinten dran machen, Strich mal 2. Aber gleichzeitig auf die dritte komplett dazu addieren. Genau, mit einem Plus. Macht bitte das wirklich als Tipp, addiert die Gleichungen immer miteinander. Man könnte sie auch voneinander subtrahieren, aber das führt ganz, ganz häufig zu Fehlern, auch bei den guten Leuten wirklich. Also addiert sie, ist es viel einfacher. Und ihr müsst euch nur eine Sache merken, nämlich das Addieren. Gut, das können wir jetzt auch als erlaubte Umformung nebendran schreiben. Zweitens, eine Zeile, eine Gleichung mit einer Zahl multiplizieren und auf eine andere Gleichung addieren. Als kleine Ergänzung dazu, diese Zahl, nennen wir sie C, darf nicht 0 sein. Das müssen wir hinten dran noch schreiben. Ja. Also die Zahl müssen wir dann auch C nennen, das müssen wir gerade noch in der Regel dann ergänzen. Genau. Und dann, wenn wir das machen, sieht das so aus. So sieht jetzt unser verändertes lineares Gleichungssystem aus. Die erste und die zweite Zeile ist genauso wie oben. Die dritte hat sich jetzt verändert. Sie wurde nicht nur getauscht, sondern wir haben sie wirklich verändert. Deswegen hat sich jetzt auch hier die Nummerierung zu 3a geändert. Wir haben mit 2 multipliziert. 2x2 minus 2x2, das wäre das, was hier steht. Es gibt 0. 2 mal 3x3, das sind 6x3, plus 2x3 sind 8x3. Und 2 mal 10 sind 20, plus minus 4, das wäre das gleiche wie minus 4, sind 16. Und jetzt sehen wir auch ganz schön, wir können jetzt einfach die dritte Gleichung mit normalen Äquivalenzformung einfach berechnen, nach x3 auflösen. Das heißt, wir teilen die letzte Gleichung durch 8 und haben direkt x3 raus, denn x3 ist dann 2. Kommen wir direkt runter, schreiben x3 ist 2. Und das unterstreichen wir noch. Sobald wir irgendwas mal haben, unterstreichen wir es und freuen uns erstmal. Yeah! Und jetzt können wir das direkt in die zweite Zeile einsetzen. Das heißt, x3 in römisch 1 eigentlich, weil es ist jetzt römisch 1 da bei uns. Genau, unter x2 plus 3 mal 2 ist 10. 3 mal 2 ist 6, also machen wir jetzt noch minus 6 und kriegen x2 ist 4. Unterstreichen und freuen. Yeah! Jetzt kriegen wir x1 auch noch raus, indem wir es einfach in die erste Gleichung einsetzen. Das ist unser römisch 2 hier. Das heißt 5x1 minus 3 mal 4 plus 2 ist 5. Minus 3 mal 4 ist minus 12 plus 2 ist minus 10. Damit das wegkriegen, machen wir plus 10. Haben wir 5x1 ist 15. Teilen es noch durch 5 und haben x1 ist 3. Das haben auch wir eine Lösung, unterschreiben sie und freuen uns. Yeah! Oft würdet ihr das auch sehen, gibt man das als Lösung eines linearen Gleichungssystems an. Da schreiben man dann auf, die Lösungsmenge ist gleich, und dann geschweifte Klammern, 3, 4, 2. Weil es eine Lösungsmenge ist, ist das L auch, hat es so einen Strich wie immer beim Mengen. Gut, wunderbar. Damit habt ihr im Endeffekt jetzt schon, wenn ihr es verstanden habt, alles verstanden, was es im Endeffekt gibt. Wir schreiben das jetzt noch allgemein als Regel auf. So, die allgemeine Regel dazu ist hier sehr kurz gehalten dieses Mal, weil im Prinzip haben wir alles Wichtige schon gerade eben gemacht. Das sogenannte Gauss-Verfahren besteht darin, dass man ein lineares Gleichungssystem durch die eben gezeigten Umformungen, die sind die sogenannten Äquivalenzumformungen, auf die Stufenform bringt und dass man anschließend die Gleichungen der Stufenform schrittweise nach den Variablen auflöst. Und da diese Stufenform ein neuer Begriff ist, und da streichen wir uns das noch orange, dann fällt es uns auch später noch auf.
So, ich hoffe, diese Regel hat euch erhellt. Uns zumindest hat sie erhellt. Hä? Das kapier ich nicht. Er ist hell geworden. Sind Sie nicht? Hier? Warte, ein Gag. Okay, ja, dann bevor wir uns Aufgaben weiter in solchen niveaulosen Witzchen vertiefen, kümmern wir uns um ein paar Aufgaben. Aufgabe 1, hier wäre ein lineares Gleichungssystem genauso zu lösen, wie gerade eben im Beispiel gesehen. Gleich vorweg, es wird einiges aufwendiger und länger dauern als das Beispiel. Versucht euch mal selber dran. Wir zeigen euch dann nachher gleich die komplette Lösung. Und dann können wir schauen, was für Schritte ihr vielleicht schon hinbekommen habt und auf was ihr noch ein bisschen achten sollt. Lösung kommt in 3, 2, 1. So, kommen wir zur Lösung der Aufgabe 1. Wir wollen erstmal das Dreieck 1 in der zweiten Zeile wegkriegen. Da müssen wir jetzt was anderes machen. Wir müssen die erste Zeile mal 3 nehmen und die zweite Zeile mal minus 2 und dann die erste auf die zweite drauf addieren. Dann geht das. Das haben wir gemacht, kriegen die Zeile 2a. Ich hoffe, ihr habt die auch, könnt die nachvollziehen. Da müssen wir das 4x1 in der dritten Zeile wegkriegen. Dann machen wir die erste mal minus 2, müssen die drauf addieren. Danach haben wir die Zeile 3a. Jetzt machen wir diese hier mal 3, weil wir dieses minus 18x2 in der zweiten wegkriegen wollen. Und addieren die zweite auf die dritte drauf. Und dann haben wir eigentlich unsere Stufenform mit 1, 2a und 3b. Lösen die auf, das könnt ihr. Damit haben wir unsere Lösung x3 ist 1, die unterstreichen wir und freuen uns. Yeah! x2 ist 1, unterstreichen, freuen uns. Yeah! x1 ist 1, unterstreichen wir und freuen uns. Yeah! Ich glaube, der Teil freut sich nicht wirklich. Doch, doch, absolut. Die Lösungsmenge ist auf jeden Fall 1, 1, 1. Ganz schön einfach, gell? Naja, kommen wir zur Aufgabe 2. Kommen wir zu einer zweiten Aufgabe. Wir haben hier wieder ein lineares Gleichungssystem. Man könnte jetzt natürlich sofort wieder loslegen und sagen, okay, wir bauen jetzt unsere Stufenform zusammen, aber wir wollen euch an der Stelle ein bisschen euren Blick dafür schärfen, dass man das manchmal gar nicht so braucht. Aber ihr könnt es auch selber mal ausprobieren. Mal gucken, ob ihr es hinkriegt. Die Lösung gibt es wieder in 3, 2, 1, go. So, ihr seht, wir haben hier noch gar keine Lösung hingeschrieben. Nämlich, wir wollen erstmal ein bisschen überlegen, was sagt die Stufenform eigentlich aus? Wenn wir normal uns diese Stufenform hier überlegen, ich mache sie extra jetzt mal hier am Rand, dann haben wir in dieser Stufenform immer die Situation, wir haben in der letzten Zeile nur noch das x3 übrig, wo wir dann ausrechnen können. In der zweiten haben wir x2 und x3 und in der dritten können wir dann die mittlerweile bestimmten x2, x3 einsetzen, um auch noch x1 zu bestimmen. Hier ist es jetzt so, wir haben in der ersten Zeile bereits x1 alleine stehen. Das heißt, wir können hier eigentlich schon auf x1 schließen. Damit wäre es jetzt hier Quatsch, die Stufenform zu bauen, sondern wir können hier direkt, damit, dass wir x1 bekommen, anschließend x2 bestimmen. Und wenn wir dann x2 haben, können wir auch x3 in der Zeile hier bestimmen. Was noch wichtig zu sagen wäre, immer dann, wenn sozusagen in einer Zeile nichts steht, dann spielt eben dieser die unbekannte x1 oder beziehungsweise hier x2 und x3 in dieser Zeile keine Rolle. Wo er recht hat, hat er recht. Machen wir das direkt auch mal. Die erste Zeile teilen wir durch 5 und kriegen dann direkt raus x1 gleich 2. So, jetzt darf sich mal der Herr Fähnrich freuen. Achso, yay! Gut. So, dieses x1 setzen wir in die dritte Zeile ein. So, dann haben wir 4 mal 2 plus x2 ist 0. 4 mal 2 sind 8. Das heißt, wir müssen die 8 rüberbringen und haben hier x2 ist gleich minus 8. Achso, unterstreichen und yay! Schon wieder eine Lösung. Und zu guter Letzt noch Zeile 2. Da setzen wir jetzt das bereits bestimmte x2 ein und erhalten x3. Okay, und dann haben wir auch den letzten Wert bestimmt. Da hat es die Umform ein bisschen länger gedauert, aber da kommen wir auch unseren letzten noch fehlenden. x3 ist minus 13. Yay! Gut. Die und Lösungsmenge dann ist dann 2 minus 8 und minus 13. Bitte bei der Lösungsmenge immer darauf achten, dass ihr die Reihenfolge x1 als erstes, x2 als zweites und x3 als drittes einhaltet. Hier passt zufälligerweise, bei den Aufgaben vorher hat man es ja andersrum bestimmt, da hier bitte kein Durcheinander reinbringen. Gut, danke für eure Aufmerksamkeit. Das war's, bis bald. Tschüss. Ciao.